Mein Name ist Jonas Nikolai Brako und ich bin 19 Jahre alt und ich wohne in einer kleinen Stadt in Dänemark, die Tinglev heißt. Und ich besuche das Deutsche Gymnasium in Dänemark oder das Deutsche Gymnasium 400 Schleswig. Das einzige deutsche Gymnasium in Dänemark. Und ich habe mich dafür entschieden, weil ich zumindest von der Seite von meiner Mutter Däne bin und von der Seite von meinem Vater Deutsch bin und deswegen halt zwei Nationalitäten habe und die möchte ich ganz gerne beibehalten und ich fand, das Deutsche Gymnasium 400 Schleswig hat dafür die beste Option für mich ermöglicht, diese beiden Nationalitäten im Alltag auszuüben und die beiden Sprachen zu sprechen, mit Leuten zu reden, die beide Sprachen sprechen, die beide Nationalitäten besitzen und diese Multikultur auszuüben und zu pflegen. In meiner Freizeit spiele ich Musik. Ich bin aktiv in zwei Bands und als Bassist und ich bin auch in einer Big Band als Bassist aktiv. Die eine Band ist eher deutsch ausgerichtet, spielt deutsche Musik und englische Musik. Die andere Band spielt eigentlich ausschließlich englische Musik, manchmal aber auch dänische Musik. Also man kann eigentlich schon sagen, dass selbst dort beide Parteien vertreten sind, einmal die deutsche und einmal die dänische. Außerdem bin ich in den Bands auch als Sänger aktiv und ich spiele auch Klavier und Gitarre. Je nachdem, was wir in den verschiedenen Musikstücken benötigen. Wie gesagt, meine Mutter wohnt in Tinglev, wo ich auch wohne. Zu Hause wird Dänisch geredet, genauer gesagt Sønderjysk. Also zwei Sprachen waren uns da nicht genug, da haben wir uns nochmal einen Dialekt angeschaffen und reden wirklich rein Sønderjysk zu Hause und deswegen fällt die offizielle dänische Sprache, sage ich einfach mal Reichsdänisch, mir sogar ein bisschen schwer, weil von der Aussprache Sønderjysk eher dem Deutschen nahe liegt. Also das weiche D zum Beispiel gibt es in Sønderjysk nicht, das war denen anscheinend zu schwer und sprechen das eher, sagen wir mal einfach mal, Deutsch aus. Zu Hause bei meinem Vater spreche ich Deutsch. Er wohnt in Hamburg, meine Eltern sind geschieden. Und ja, da wird dann einfach ausschließlich Deutsch geredet. Also je nachdem spreche ich entweder Dänisch oder Deutsch, wenn ich zu Hause bin. Unter Freunden ist das genauso. Je nachdem, was meine Freunde am liebsten sprechen, spreche ich Dänisch oder Deutsch. Also das ist ein reiner Mix im Alltag. Kommt ganz auf die Situation an. Da wird halt Dänisch und Deutsch gesprochen. Hallo, ich heiße Siri, ich bin 16 Jahre alt und ich komme aus der deutschen Minderheit in Dänemark. Ich gehe hier auch auf ein deutsches Gymnasium und wir haben so als Familie, aber auch ich persönlich, haben gewählt, der deutschen Minderheit anzugehören, weil meine Mutter halt hier einen Job gekriegt hat und dann haben wir uns hierfür entschieden. Denn eigentlich ist es so, dass meine Mutter nur aus der deutschen Minderheit kommt und mein Vater aus der dänischen. Und dann mussten wir halt eine wählen, oder die mussten eine wählen, wo sie dann ihre Kinder großziehen wollten. Das war dann hier. Ich habe das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig gewählt, weil das das einzige in Dänemark ist, außer ich glaube eins in Kopenhagen für internationale Deutsche. Aber ja, es ist das einzige deutsche Gymnasium und ich bin auch vorher in der Grundschule in einer deutschen Schule gegangen, in Dänemark oder auch im Ausland und dadurch habe ich halt die ganze Zeit Deutsch gesprochen und wollte dann auch weitermachen damit, also auch schulisch, weil ich mich darin auch etwas sicherer fühle als in Dänisch. Und ja, ich spreche auch am meisten Deutsch zu Hause, also mit meiner Mutter Deutsch und meinen Geschwistern auch und mit meinem Vater Dänisch, aber dadurch, dass er im Ausland wohnt, spreche ich dann nicht so viel Dänisch. Mit 19 Jahren bin ich ja im Alter, wo es ab und zu mal vorkommt, dass man eine Diskothek besucht oder eine Feier. Und dies tun wir meistens in Dänemark, weil es halt ein bisschen näher dran liegt. Oft gehen wir dann am Rade selber feiern, manchmal auch in Flensburg, wenn es sich anbietet.
oder vielleicht nördlich an Dänemark. Wir sind auch manchmal in Aarhus und feiern da ein bisschen. Aber da ist es uns schon aufgefallen, weil ich halt einen Freundeskreis habe, wo der eine lieber Deutsch redet und andere lieber Dänisch, sprechen wir halt einen Mix, wenn wir in der Diskothek sind. Und das fällt anderen schon auf, dass auf einmal Deutsch und dann auf einmal wieder Dänisch geredet wird. Und da werden wir oft gerne mal angesprochen, wie das eigentlich sein kann, dass wir beide Sprachen fließend sprechen und wie das sein kann, dass wir die ständig wechseln und dass wir uns nicht einfach einigen können. Aber für uns ist das einfach natürlicher, mit den einen Dänisch zu reden und mit den anderen Deutsch. Und in der Diskothek kommt das vielleicht für den reinen Deutschen oder den reinen Dänen vielleicht mal ein bisschen komisch, wenn da zwei Sprachen abwechselnd genutzt werden. Meine Zukunftspläne sind noch ein bisschen ungewiss, würde ich sagen. Also ich habe sehr früh mit dem Gymnasium angefangen und auch mit der Schule. Also ich bin dann erst 18, wenn ich Abitur gemacht habe und möchte daher erstmal so ein Auslandsjahr machen und einfach die Welt ein bisschen sehen. Und danach, da bin ich mir halt nicht ganz klar, was ich will. Deswegen glaube ich oder hoffe ich, dass ich da das ein bisschen herausfinden kann. Aber ich denke mal so vielleicht Jura oder etwas Kreatives, Künstlerisches, Design oder so. Also ich glaube, am liebsten würde ich in Dänemark studieren. Also ich finde Deutschland auch attraktiv, aber ich finde so, dass die Möglichkeiten etwas besser sind in Dänemark, also weil man halt SU kriegt. Also wenn man ehrlich sein soll, ich glaube, viele zieht es nach Dänemark von denen, die wählen können zwischen Deutsch und Dänisch. Einfach weil man, ich glaube, finde ich persönlich besser unterstützt wird. Und dann wäre ich auch dichter an meinen Eltern und Großeltern. Und ja, ich fühle mich mehr hier zu Hause. Also ich habe ja nie als solches in Deutschland gewohnt. Aber ich könnte mir wohl vorstellen, irgendwie in die USA ein Auslandsjahr zu machen oder in Berlin oder sowas. Ja, also ich glaube schon. Da, als wir in Kopenhagen waren, waren wir halt auch mit den Südschleswigern. Und da hat eine Politikerin gefragt, wer alles in Deutschland studieren wollte und wer lieber in Dänemark studieren wollte. Und da wollten die meisten von unserem Gymnasium auch in Dänemark studieren, so wurde das auch die Südschleswiger. Also da wollte fast keiner, und das war zwar von beiden Seiten, da wollte fast keiner in Deutschland studieren. In der Zukunft, so empfinde ich zumindest jetzt und bin mir da eigentlich auch ziemlich sicher, möchte ich in Dänemark studieren, weil ich mich in Dänemark als Wohnort und als Nationalität, in der ich wohne, am meisten wohlfühle und ich das Schulsystem in Dänemark toll finde. Und wenn ich mal in Hamburg bin bei meinem Vater, vielleicht mehrere Wochen, dann fällt mir schon auf, dass ich mich nicht ganz zu Hause fühle und dass mein Herz, sage ich es einfach mal, schon in Nordschleswig gehört und die dänische Nationalität und Wohnlokalität mir schon sehr wichtig ist. Und deswegen möchte ich das ganz gerne in Zukunft auch beibehalten und werde mich wahrscheinlich dafür beschließen, in Dänemark zu studieren, einfach um mein Studium auf einen zukünftigen Arbeitsplatz besser in Dänemark ausrichten zu können. Rein studiummäßig werde ich mich höchstwahrscheinlich mit ein Studium innerhalb von Musik entscheiden. Musikwissenschaft spricht mich sehr an. Oder weil ich auf dem Gymnasium hier die naturwissenschaftliche Linie gewählt habe für ein Studium als Ingenieur. Weil mich Mathematik und Physik auch sehr anspricht. Also ich habe da auch sehr breite Interessen. Was mögliche Jobs angeht. Da finde ich eigentlich sehr viele Sachen sehr spannend, aber wahrscheinlich wird es innerhalb von der Musik enden, die Entscheidung. Ja, also ich mag richtig gerne beim Deutschen Gymnasium, dass wir halt so ein kleines persönliches Gymnasium sind, wo wir halt viel einander kennen, aber dass da auch irgendwie, ja, in manchen Aspekten viel mehr Möglichkeiten sind. Es ist natürlich ein bisschen schwieriger, wenn man dann Deutsch und Dänisch als Muttersprache dann im Unterricht hat. Aber ich finde es schön, dass ich mit manchen Dänisch sprechen kann, also von meinen Mitschülern und Lehrern, und mit manchen Deutsch und so ein bisschen wechseln kann. Finde ich persönlich, macht es einfach spannender. Und ja, es freut mich halt auch, dass ich dann hierdurch
ein deutsches Abitur kriegen kann, aber auch ein dänisches Abitur. Und ich glaube, das ist einfach in der Zukunft, jetzt wo es immer globaler wird, dass ich halt da ja ein bisschen multinational bin, auch dadurch, dass ich viel Englisch gesprochen habe im Ausland. Also ich glaube, das ist eigentlich nur ein Vorteil, außer dass es manchmal ein bisschen klein ist, weil die Minderheit ist ja nicht so groß, sonst wäre es ja keine Minderheit und deswegen sind hier nicht so viele Schüler. Ja, also neuerdings kann man ja zwei Nationalitäten auch in Papierform, also als Pass beantragen und dies werde ich wahrscheinlich auch demnächst bewerkstelligen, weil natürlich die Idee bei der Minderheit ist ja, dass man zwei Nationalitäten haben kann, auch wenn man innerhalb von einem Land halt lebt. Man kann ja halt nur in einem Land wohnen, aber dann, dass man diese beiden Nationalitäten für sich beibehalten kann und ausleben kann. Aber für mich ist das eigentlich auch ganz wichtig, dass ich nach außen hin und offiziell anderen zeigen kann, dass ich nicht nur Dänisch bin und nicht nur Deutsch bin, sondern dass ich Dänisch und Deutsch bin und dass beides in mir steckt. Und das finde ich wirklich toll, dass man das jetzt auch offiziell in Papierform für sich zeigen kann und anderen zeigen kann.